Polterdiepolter geht's hier weiter im Underground inzwischen. Vergesst die friedlichen Fontänen, die lieblichen Pflanzen, hier ist alles düster. Ja, was ist denn da im Wasser? Oder in der Seuche hier, was ist denn das? Was ist das denn? Was Totes, ein Totenkopf, oh mein Gott, ich hab Angst. Gut, SX markiert die Stelle und da gehe ich erstmal hin. Laut Karte muss ich nämlich, ja, den Gang hier folgen. Dann die Fledermäuse wegklatschen, eine nach dem anderen. Gut. Und dann mal gucken. Ah, so, was steht da? Triff in die Augen, verborgene Juwelen. Der Mund schließt sich, der Fluss wird gestoppt. Bombe? Hui! Oh, ouch! Okay, später. Der Wasserfall muss aufhören, dann muss ich die Bombe nehmen, um damit irgendwo durchzurennen. Gut, triff die Augen. Verborgene Juwelen. Ich geb dir gleich verborgene Juwelen, ich werde die so auspeitschen. Alter, wo sind wir hier? Ach, guck mal da. Das ist eine Hand. Alter, was haben die hier für Dinger hier gemacht? Naja. Ich muss mich bestimmt erstmal positionieren und wirklich... Oh. Geht doch gar nicht. So geht das aber nicht. Nee, verdammt. Muss ich vorher die Augen bashen. Ich hatte nur das zum Schießen. Wie soll ich denn das machen? Den Käfer da reinfliegen? Was meint ihr? Nee. Was haben wir hier? Gefesselte Typen. Alles angekettet hier, die ganze Scheiße. Ja, da komme ich nicht lang. Da brauche ich wohl die Bombe und den Käfer. Muss die Bombe nehmen und dann dahin fliegen und okay, gut, aber. Ja, Käfer. Guck mal kurz, was die Äuglein da sagen. Flieg doch mal dahin. So, hallo. Jawohl. Tschaboin. So. Und der Fluss ist gestoppt. Zack. Danke, mein Freund. So, jetzt gehen wir da nochmal schön hin. Und holen das alles aus der richtigen Richtung nach. Zack. Ah, dein Käfer, ey. Der macht doch hier schön was her. Oh, Schmetterlinge. Nochmal so eine Wand. Nochmal so eine Wand. Dann probiere ich das echt mal mit dem... mit dem Herzen da reinmalen. Oder ein Viereck oder sowas. Oder ein Karo. Na, Herzen brauche ich jetzt nicht. Wartet mal, ich mach mal ein Karo. So. Was gebracht? Nee, nur wieder Bomben. Verdammt. Ach, Bomben brauche ich jetzt gar nicht. Ach, wer weiß das schon. Zing. So, hinabblicken. Jawohl. Da di da 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 da. Hey, lei, lei, lei. Und bitteschön! Worms! Yeah! Weiter geht's. Okay, der Rommel. Der Tempel ist schon fast erforscht. Da waren bloß noch oben auf der Oberfläche war noch ein Hebel und sowas alles, aber da werde ich noch hinkommen. Jetzt geht's erstmal hier, ich muss den Schlüssel kriegen. Das Schlüsselfragment, um richtig abzuhotten. So, zack, peitschen. Uppala. Zack, hier rauf. So, dann. Warte mal, kann ich nicht hier ganz oben rauf? Ich bin irgendwie lieber. Ah, ja, schön. So, jetzt bin ich hier ganz oben drauf. Tram! Okay. Oh, hier dreht sich aber ganz schön schnell, ey. Warum dreht sich hier alles so schnell? Okay, hier komme ich gar nicht rauf. Oh mein Gott. Ja. Nee. Ich könnte darauf, ich könnte aber auch da das machen. Oh mein Gott. Das wird wehtun. Nee, 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 nee. Ich bin doch nicht verrückt. So, lalalala, ja, so. Ja, erstmal hier schöne Bettlaken hier. Was macht ein Bettlaken hier? Warte, kann ich das wegpusten? Vielleicht ist da was Geheimes. Nee, ist total steif vor Dreck. Ein dreckiges Bettlaken, was so steif ist. Dass man es nicht mehr bewegen kann. So, hier mal Gitter. So, da ist aber jetzt der Hebel. So, denn. Ja, dann. Bewirkt mal irgendwas. Jawohl. Okay, ich muss auch nach links und rechts immer je nachdem schwingen. Okay. Andere Richtungsweise. Nicht schlecht. So!
noch mehr Bettlaken und Zombie. Vor allem Nudeln. Und tschüss. Gut. Der ist erledigt. Und der auch. Ja, wenn man untotlich klar wird, dann schmeißt sie einfach in die Grube. So, hier ranhängen. Mann, wenn man bloß ein bisschen mehr Übersicht hätte, ja, wäre das ja alles gar kein Problem. Gut, bleibt nichts anderes übrig. Bin ich bald mal da? Ne, jetzt kann ich es ja wieder nur umdrehen. Ah, muss ich auch. Hui! Jetzt muss ich es wieder umdrehen in die andere Richtung. Hopp! Na, zack! Und zack! Und knicks. So, gut, aber jetzt nicht wieder runterspringen. Jetzt wieder zurück! Okay. Boah, bin ich cool, bin ich cool, bin ich cool, bin ich cool. Lalalalalalala. Okay, loslassen, Link. Gut. Und hier geht's jetzt weiter. Sind wir durch den Raum durch? So ziemlich, wa? Okay. Geld. Ach du meine Güte, sind das alles Knochen? Das sind Leichen. Lauter Leichen. Hilf, ich will hier raus. Nee. Okay, was ist denn hier? Hallo. Ich werde doch nicht so bekloppt, wenn ich da rangreifen. Oh nein. Erstmal. Was bewirkt denn das hier? Wasser fließen, bitte. Okay, eine Abkürzung. Das ist schön. Eine Abkürzung ist immer gut. Ja. Okay, na dann. Da greifen wir auch die Liane. Aber die ganzen toten Leichen hier, ey. Das ist cool. Das erinnert mich jetzt irgendwie so ein bisschen an Majora's Mask und Green of Time. Das ist cool. Düster. Oh mein Gott! Und komm nur hinterher! Link! Ja, warum sind die so schnell? Die sind ja so schnell, die Dinger! Boah, ich kann auch nichts machen, oder? Nee, ich kann nur loslassen. Oh, in Seilklamm war ich auch nie gut. Lass los! Geh ins Licht, Link! Ins Licht! Alter, wo bin ich denn jetzt? Oh, das war cool. Ah, jetzt bin ich hier oben. Schnell irgendwas aktivieren. Irgendwas Cooles. Oh, schön. Wunderbar, ich muss nie wieder in diese komische Hölle da zurück. Ja, doch, den Schlüssel holen. So, was sagst du mir jetzt noch hier? Bewege die Statuen zurück und klettere am Seil wieder in die Tiefe. Dort findest du dann den benötigten Schlüssel. Ah ja, ist ja ganz klar. Weil die Statue dann wieder hochfährt. Erstmal speichern. Kling, kling. Alles erfolgreich. Da, da, da. Bam, bam, bam. Hopp, und hoch damit. Schön. Ach, ist das schön. Moment, ich soll zurück sein. Nein, ich will nicht zurück in diese scheiß Hölle da. Das ist so fies und gruselig da unten. Jetzt sind untoten Zombies da. Was haben die denn gemacht hier, Jungs? Allzu friedlich. Aber ja, diese Sekten mit ihren Opferungsgaben. Ey, das Seil ist ja voll hier rangebunden. Wow. Loslassen. Verzeihung. Leichenstaub. Deswegen muss ich jetzt niesen. Okay, gut. Hier haben wir jetzt die Abkürzung. Wo ist jetzt die Truhe? Da. Jawohl. Wunderschön. Komm mal her. Noch mehr Knochen, ey. Ah, ist egal. Wir haben ihn. Wir haben den benötigten Keyman. Oh yeah. Den gesegneten Schlüssel. Der sieht ja lustig aus. Die sehen nicht lustig aus. What the fuck, what the fuck, what the fuck. What the fuck, what the fuck. Tschüssi, Freunde. Und gaff. Puh, habt ihr das gesehen, Leute? Krass, wa? Na, dann tut's euch gar nicht. Gut, dann gehen wir gleich mal hier wieder rein. Cool. Der Tempel war cool. Doch, muss ich sagen. Schön durchdacht irgendwie. So geil, so lustig gemacht, so. Ja, das hat mir gefallen. Aber jetzt bin ich noch lange nicht fertig. Jetzt geht's ja noch irgendwie. Ich habe ja schon gesehen, dass da oben die vier
die vier. Na, nochmal vier so eine ollen Drehdinger waren. Gucken, ob ich die in irgendeiner Reihenfolge öffnen muss oder nicht. So. Untersuchen. Jetzt greifen wir uns das Ding mal. Nee, so ist komplett falsch. So auch, oder mal. Ach so. Nee. So. Halt, nochmal um neu justieren. Na, jawohl. So, und einfügen. In das Puzzle. Tschuh. Eine Blume. Wie romantisch. Eine Seerosenblume. Boah. Tschuh. Ja, und jetzt? Jetzt bricht das Unheil über uns herein. Nee. Jetzt kommen wir nach oben. Jetzt waren hier diese komischen Dinger. So. Und jetzt die Sitte, oder was? Ach, ich mach's einfach mal hier erstmal. Bei Schnauze. So. So. Na, komm her. So. Und so. Okay. Ah, der Kopf. Der sieht eklig aus. Oh, der fährt ja jetzt richtig hoch. Stoop voll brennt den Kopf in den Wolken. Eklig. Tschuh. Okay. Link. Wo sind wir denn jetzt? Kann ich mich heilen? Leute, es kommt zum Endbosskampf. Nochmal schnell speichern. Saven. Schaffe ich den noch? Nee, ist eigentlich kaum noch. Eigentlich ist kaum noch Zeit. Leute, ich würde sagen. Leute, ich würde sagen, im nächsten Part machen wir den Boss wahr. So gleich auf Anhieb und so gleich richtig geil. Ich denke mal, das ist ein Boss, weil Aura der Flamme und so, ne, und der Boss und so. Haben wir den Tempel komplett durch. Jupp, haben wir. Bisschen enttäuschend, weil er wieder sehr, sehr klein ist. Ich meine, guckt euch das an. Das ist doch kein richtiger Tempel. Aber dennoch cool gemacht. Ich habe ja an einigen Stellen doch, muss ich doch ganz schön Hirnschmalz einsetzen. Also dann, Leute, der Tempel ist bald geschafft und die erste Flamme des Mutes gehört bald uns. Und dann wird wieder schön gesidequestet. Darauf freue ich mich jetzt schon. Bis zum nächsten Part. Ciao.